Das Wort hat der Kollege Gerhard Drexler für die FDP-Fraktion. Sehr verehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich bin jetzt schon ein bisschen zu früh aufgesprungen, aber als Neuer kann man den einen oder anderen Fehler machen. Ich freue mich, dass ich die erste Rede heute zu diesem Thema halten kann. Da kenne ich mich ein bisschen aus. Da ist ein bisschen was von meinem Beruf. Also in meiner Kindheit, da haben wir einen Bauern gehabt, der hat uns eine Wiese zur Verfügung gestellt. Da haben wir mit zwei Toren gespielt. Ohne Schiedsrichter haben wir nichts gebraucht. Wenn einer gefault hat, haben wir Stäbchen, gab es einen Freistoß. Später war es dann, da hat sich der ein oder andere nicht dran gehalten, dann haben wir einen Schiedsrichter gebraucht, aber nur einen. Das war eine schöne Kinderzeit. Aber wie die Geschichte weitergegangen ist, sieht man jetzt in der Bundesliga. Wir brauchen derzeit 4 Schiedsrichter, einen Videobeweis und wer weiß was noch alles. Und versteckte Fouls gibt es trotzdem. Jetzt kommen wir zur Welt der Banken. In der Welt der Banken ist es natürlich ähnlich. Früher haben die Banken die Leute mit Krediten versorgt und die Sparer haben das Geld aus Sparbüchse getan. Die Welt war damals scheinbar noch in Ordnung. Dann gab es die nächste Zeit. Dann kamen die Leute, die Finanzprodukte designt haben. Ja, wir sind Designer, lieber die schöne Hemden machen. Aber die Finanzproduktdesigner, die waren dann so, dass aus diesem Design keiner mehr verstanden hat, um was es überhaupt gegangen ist. Ja? Das war völlig daneben. Keiner wusste mehr, was die verkaufen. Dann gab es auch noch diese Situationen, wo auch kein Mensch versteht. Ja, ich bin noch da, meine Damen und Herren. Würde mich freuen, wenn Sie mal ein bisschen zuhören würden. Es gibt sicher was Neues. Ja? Also ich möchte Ihnen jetzt eine Geschichte erzählen. Es gibt da zum Beispiel einen österreichisch-spanischen Baurüsen, der immer sehr sportlich günstige Angebote gemacht hat und dem er mehrere hundert Millionen dann geschenkt hat, dass er überlebt. Den kleinen Bäckermeister, den hat man die Semmeln aus dem Backofen rausgepfändet, wenn er nur 2, 3 Raten nicht zahlen kann. Deswegen braucht es was, dass man die Banken und die Bankenlandschaft reformiert. Und auch in Europa ist es ziemlich deftig zugegangen. Also deswegen dürfen wir sagen, wir brauchen eine gescheite Bankenaufsicht. Aber die Argumente der Linken, die sind ja furchtbar, die sind fadenscheinig. Die wollen ja die Banken einfach nur abschaffen oder verstaatlichen. Das ist ja schön, aber mit uns geht das nicht. Wir wollen zwar Verhaftungsunion, ja? Wir wollen keine Haftungsunion und wir wollen auch nicht, dass alles in einen Topf geschmissen wird. Aber wir brauchen eine gewisse Aufsicht. Zuhören ist ganz schön, aber auch sehr schwierig, weil Sie die Leute hier immer vertreiben mit Ihrem Hammelsprung. Das ist auch immer ganz interessant. Ja. Also Sie fahren da eine Geisterbahn-Geschichte, wenn man auf der Autobahn dahin fährt, ne? Und als Geisterfahrer sich immer freut, dass irgendwelche Leute ausweichen, dann wird er irgendwann mal bestraft, wenn einer zusammenfährt. Also, meine Leute, ich habe da einiges gesehen, was Sie da machen, aber das ist wirklich der Hohn. Sie leben in einem Wolkenkuckucksheim und dabei sollten Sie eigentlich auf das Geld der kleinen Sparer aufschauen. Aber das machen Sie nicht. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Fußball, liebe Kollegen von der Opposition. Wer immer im Abseits steht, der darf das nächste Mal nicht mehr mitspielen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Herr Kollege Drexler, ich danke Ihnen für Ihre erste Rede im Deutschen Bundestag, die Sie als Nachrücker noch kurz vor Ende der Legislaturperiode halten konnten. Vielen Dank.